Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute in einer Kooperation. Und zwar das Osterprojekt 2017, initiiert vom Kanal Chaos Kitchen 51. Diese Kooperation läuft schon seit Montag dieser Woche. Und zwar ist das eine Menüabfolge. Das heißt, wir fingen an mit Vorspeisen, dann ging es zur Hauptspeise rüber, die Desserts, Kaffee und Kuchen. Und heute am Sonntag, das ist der letzte Tag dieser Kooperation, darf ich mit Baking Love zum Kaffee und Kuchen etwas kreieren. Und ich mache einen schokoladigen Cheesecake, beziehungsweise einen Cheesecake mit einer schönen Schokoladendecke. Und innen drin sind kleine Überraschungs-Schoko-Eier versteckt, die eigentlich ja einen ganz tollen Effekt zaubern. Alle Teilnehmer dieser Kooperation findet ihr noch einmal in der Videobeschreibung bzw. Infobox. Dort habe ich euch nochmal alle Kanäle verlinkt. Ich bedanke mich auch noch bei Tom von Chaos Kitchen 51, dass ich mitmachen durfte bei dieser Kooperation. Und vergiss nicht, bei Baking Love vorbeizuschauen, denn sie stellt natürlich das Video gleichzeitig mit meinem hoch heute um 15 Uhr. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß und schaut auf alle Fälle nochmal alle anderen Videos an, die diese Woche dran waren. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Bis bald. Tschüss. Der Cheesecake-Boden besteht aus nur zwei Zutaten, und zwar Keksen und Butter. Die Kekse zerkleinere ich in meinem Mixer und stelle sie dann in einer kleinen Schüssel zur Seite. Die Butter muss geschmolzen werden, damit ihr sie mit den Keksen vermischen könnt. Die Springform ist mit Backpapier ausgelegt. Übrigens, alle Mengen und Zutaten findet ihr in der Infobox bzw. Videobeschreibung unter dem Video. Nun forme ich einen Keksboden und lasse alles eine gute halbe Stunde im Kühlschrank fest werden. In der Zwischenzeit reibe ich die Orangenschale ab. Reibt aber nur die erste Schicht und nicht das Weiße, denn das ist bitter. Eigentlich hätte ich die Orangenschale sofort in die Schüssel reiben sollen, aber das fiel mir zu spät ein. Nun ja, dumm gelaufen. Mit etwas Frischkäse konnte ich die Orangenschale mühelos dann in die größere Schüssel befördern und dort mit dem restlichen Frischkäse vermengen. Dazu kommt noch gesiebter Puderzucker und das alles danach nochmal gründlich miteinander verrühren. Als letzte Zutat schlage ich die Sahne steif und hebe sie unter den Frischkäse unter. Diese herrlich leichte Frischkäsemischung mit dem Orangenaroma gebe ich nun über den fest gewordenen Keksboden.
Als kleine Überraschung verstecke ich noch ein paar kleine Schokoeier in die Frischkäsemischung. Und nun muss der Cheesecake für mindestens 5 Stunden in den Kühlschrank. Bevor ich den Cheesecake nach 5 Stunden aus dem Kühlschrank nehme, schmelze ich mir Schokolade. Ich habe hier Vollmilchschokolade. Ihr könnt natürlich auch eine andere nehmen. Die geschmolzene Schokolade verteile ich auf dem Cheesecake und stelle ihn für ca. 30 Minuten in den Kühlschrank. Fertig ist der leckere Oster-Schoko-Orangen-Cheesecake. Ich wünsche euch sehr viel Spaß beim Nachmachen und natürlich frohe Ostern. Und ich würde mich sehr über einen Daumen hoch freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Und abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr auch kein einziges Video mehr. Tschüss!